Der Körper eines Primitivlings, gelesen und geschrieben von Chilo Dominable. Der Abenteurer Peter Semper startet eine Expedition, um in den verborgenen Teilen des Amazonastroms Tiere zu filmen. Allerdings lernt er von einem Tier das Fürchten, das er zuerst für dumm und wehrlos hielt. Genüsslich schlürfte Peter einen Becher Pfefferminztee herunter. Ah! Nachdem er den Plastikbecher geleert hatte, warf er ihn achtlos über Bord, in die fließenden Wogen des Amazonastroms. Peter zeigte kein Verständnis dafür, sämtlichen Abfall mit sich rumzuschleppen. Sein Survivor-Rucksack war ohnehin schon zum Bersten gefüllt, mit nützlichen Dingen. »Kamera bereit, Klaus?« fragte der Moderator und räusperte sich, um mit einer aufgeweckten Ausstrahlung loszulegen. »Das hier ist der gewaltige Amazonas, und ich?« Urplötzlich, ohne jegliche Vorwarnung, durchdröhnte ohrenbetäubendes Motorgeheul den Ort. Peter hält den Krach nicht aus, presste die Hände schützend ans Gehör. »Weia, was für ein entsetzlicher Lärm! Meine Ohren!« Nach einer schier endlosen Minute war endlich wieder Stille eingekehrt. Peter schaute suchend um sich. »Was das wohl war? So was?« Einen Tick zu früh wandte der Abenteurer seinen topgestellten Kopf, in dessen Haarpracht der Schädel glänzte, wieder der Kamera zu. Somit verpasste er den Abtransport des Baumriesen, der für einen nimmersättlichen Möbelkonzern herhalten musste. »Meine verehrten Zuschauer, das hier...« »Verdammt!« Peter unterbrach gezwungenermaßen seinen Vortrag und hustete in die geschlossene Hand. Der Lärm war zurück. Und mit ihm ein lilafarbener Dunst. Ein außerordentlich gut duftender Dunst allerdings. Peter hob seinen Arm. Wohlwollend schnupperte er unter der Achsel. »Riech ich aber gut heute«, stellte der Abenteurer zufrieden fest. Der just gefällte Baumriese diente einem weiteren, profitgeilen Konzern. Jener Raubbau setzte auf Duftnoten. Während Peter noch mit sich selbst beschäftigt war, schlug der übelste Typus der Waldrodung zu. Mit 98% Beteiligung ist er der gefährlichste industrielle Waldkiller überhaupt. Eine Feuersbrunst preschte das Flussufer entlang und verschlang alles, was nicht rechtzeitig vor den Flammen fliehen konnte. Zurück blieb nur verkohlte Asche, die den ansonsten nährstoffarmen Boden zumindest kurzfristig für die Landwirtschaft nutzbar machen und fette Gewinne abwerfen sollte. Mit geheimnisvoll gedämpfter Stimmlage sprach der berühmte Abenteurer Peter Semper: »Ich befinde mich hier im dichtesten Dschungel, auf den großen Wässern des sagenumwobenen Amazonastroms.« Abrupt unterbrach der Kameramann Klaus Thaler die Totenstille und kicherte lauthals drauf los. »Haha, warte mal, so wird das nichts. Du kannst nicht von einem Urwald sprechen, wenn du vor einem fruchtlosen Acker stehst.« Überrascht drehte Peter seinen Blick nach hinten. Das Ruderboot wankte wegen der abrupten Gewichtsverlagerung. »Oh, tatsächlich.« Es war dem Abenteurer ein Ärgernis, dass er sich auf der falschen, der trostlosen Flussseite befand. Die Holzfäller, die hier zu Werke waren, ließen nur ein paar niedere Stümpfe und Asche übrig. Kurz entschlossen klopfte Peter seinem einheimischen Führer auf die Schulter. »Junger Mann, wir müssen auf die andere Seite hinüber.« Der Indianer Wando streckte dem Abenteurer das zweite Ruder entgegen. Dieser jedoch wehrte händeringend von jeglicher Anstrengung ab. »Nein, ich rudere nicht, nicht jetzt. Du hast's ja gehört. Wir wollen erst weiter filmen, wenn das Ambiente stimmt.« »Heiliger Kaiman, und der redet mir die ganze Zeit von Teamgeist«, dachte Wando bei sich, ohne dass die Touristen die gemurmelten Worte gehört hätten. Die heruntergezogenen Augenbrauen und der Schmollmund des Indianers sprachen für sich. Aber es half nichts. Er brauchte das Geld der Touristen, um die Bauteile seiner neuen Hütte abzubezahlen. Seine letzte Wohnstätte hatte nämlich eine Sintflut zerschlagen und ihn fortgespült. Der Kameramann hatte es plötzlich eilig. Er war mit einem regelrechten Flitzer unterwegs, der das Wasser spritzig zur Seite drängte. Mit lautem Motorgeheul rauschte Klaus an seinen beiden Kumpels vorbei. Die nun einbrechenden Wellen nahmen das kleine wackelige Ruderboot an sich und wogen es grob hin und her. Wie in einem Schüttelbecher hüpfte der Abenteurer auf dem Sitz herum. »Aua, meine Hämorrhoiden! Haben wir keine weichen Sitzkissen an Bord?« witzelte Peter.
Die Wellen verzogen sich, und Peter erfasste blinder Eifer, den Eifer, einen Wettstreit zu gewinnen. Der Moderator konnte es sich nicht verkneifen, den Lautsprecher vor dem Mund zu halten. »Rudere schneller, Wandu!« hetzte er. Wandu keuchte heftig bei seinen tief ins Wasser gesetzten Paddelschlägen. Ein Geistesblitz stieg in Peter hoch. »Denk einfach dran, dass Klaus unsere Würste hat.« »Freilich, wie soll ich das vergessen? Die weißen Dinger sind ja so lecker!« schwärmte Wandu. Peter machte Männchen und fing an zu hecheln. »Wuff, wuff!« Der Indianer hatte verstanden, worauf der Moderator hinaus wollte, und spielte mit. Peter imitierte ein leichtfüßiges Pudelchen. Also musste sich Wandu einen schwergewichtigen Hund vorstellen. Einen heulenden Bernhardiner zum Beispiel. »Au, au, au! Gefolgt von einem schwerfälligen Hecheln. Peter hatte von dem schmächtigen Indianer keine solch brüsken Laute erwartet und zuckte wie eine verängstete Katze zusammen. Miau! Sein Gesäß nahm auf dem feuchten Bootsboden Platz, bis der Schock verflogen war. Nach 2 Minuten standen die beiden Boote wieder beisammen, auch ohne dass Peter nur einen Finger krumm gemacht hätte. Obwohl Peter vor laufender Kamera eine sportliche Figur abgibt und sein Paddel sogar ins Wasser tunken wollte, so war er einfach nur zu faul. Peters Motto, »Arbeiten ist schön, da kann ich stundenlang zusehen.« Der tropische Regenwald mit seinen saftig grünen Blättern und den gigantisch hohen Bäumen sprühte vor Lebensfreude. Doch der Forscher gab sich nicht zufrieden. Es fehlten die freilebenden Tiere, für die Peter eigens hierher gekommen war. Er suchte jeden Winkel ab. Peters eisblaue Adleraugen durchbohrten auch die dunkelsten Stellen. Er suchte nach Schemen, Bewegungen, irgendetwas Auffälligem. Aber er entdeckte nur Grünzeugs um sich herum. Ein roter Käfer kam ins Boot geflogen. Peter zerquetschte den Käfer mit seinem rechten Daumen. Er musste seine Enttäuschung irgendwie abreagieren. Die hohe Luftfeuchtigkeit setzte vor allem Wandu zu, der sich als einziger körperlich betätigte, indem er einen Paddelschlag vor den anderen setzte. Klaus tuckerte dem Ruderboot gemütlich hinterher, doch auch ihn plagte Langeweile. Der Kameramann schaltete das Radio ein. Jimi Hendrix gab sein Bestes und rockte mit seiner Elektrogitarre die Lautsprecherboxen. Der Song hieß »Hey, Foxy Lady!« Es gab Protest. Nicht wegen der Musik, die war nämlich gut, aber der Lärm war zu viel. »Schalt das blöde Ding aus, da sind sogar die Faultiere frühzeitig gewarnt, um sich vor uns zu verstecken«, schrie der Moderator wütend. Es wurde schlagartig still. Es war ein Fiasko, den halben Tag schon unterwegs und noch nichts Verwertbares gefilmt oder geknipst. Ich höre weder Vögel pfeifen, noch höre ich ein Rascheln im Unterholz. Auf was für einem erbärmlichen Flecken Erde bin ich denn hier gelandet? Ist ja die Seuche ausgebrochen oder was? Ich will endlich mal ein Vieh vor die Linse bekommen, fauchte der Moderator. Fisch, gab Wandu kurz zur Antwort. Wie bitte? Fisch? In diesem matschbraunen Klowasser hier? Verwunderung entstellte Peters gebräuntes Gesicht. Zur Lockerung der durch die Paddelschläge verkrampften Hände vollführte der Indianer erst einmal Fingergymnastik. Die Knochen knackten dabei deutlich. Erneut fasste Wandu das Paddel, nicht um zu rudern, sondern um die Wasseroberfläche in Bewegung zu setzen. Mit der Breitseite des Paddels klatschte der Indianer bedächtig auf den Wasserspiegel. »Der Mann ist gut«, lobte Peter und zwinkerte Klaus zu. »Hätte selbst drauf kommen können. Wenn hier in der Nähe ein großer Räuber sein Unwesen treibt, wird er glauben, dass sein Tier ins Wasser gefallen ist. Prompt wird ihn seine Neugier hierher locken. Ich würde nur allzu gern ein Krokodil zu Gesicht bekommen.« Gebündelte Gasblasen stiegen vom Grund empor. Darauf hatte Wandu gewartet. Gebückt ragte der Indianer über den Bootsrand und griff unter das Boot. Es war kein Krokodil, was Wandu da aus dem Wasser zog, dafür ein stattlicher Wels. Ein fester Griff an den Kiemen ließ dem wütenden Wels keine Chance zu entrinnen. Endlich hatte Peter sein Tier gefunden. Wandu übergab den kolossalen Wels in Peters Arme. Klaus stellte die Kamera scharf und los ging's. Ein fantastisches, hellgefärbtes Exemplar eines Amazonaswelses. Auch die Größe des Tieres ist spektakulär. Peters Herzschlag machte Luftsprünge und versorgte die Lungen mit reichlich Sauerstoff.
Davels hingegen hatte keine Lungen, um zu atmen. Ihm schwanden die Kräfte mit jeder weiteren Minute, die er gewaltsam auf dem Trockenen verbringen musste. Was der Moderator des Weiteren über ihn berichtete, war nicht sonderlich nett. Mit seinen kümmerlichen Flossen kann sich der Fisch mal auf, mal abbewegen. Er hat ja sonst einen lebenlangen Tag nichts zu tun, begann Peter seine Moderation. Der Wels versuchte, sich Freiheit zu verschaffen, indem er wild zu zappeln anfing. Beinahe wäre Peter der Fisch aus den Armen geflutscht, aber Wandos Hände stützten entgegen, um zu helfen. »Ah, ich hab Mühe, ihn festzuhalten, weil er so glitschig ist. Zum Glück beruhigt sich der Wels wieder.« Der Moderator betrachtete den breiten Kopf des Fischs. Er konnte es dabei nicht unterlassen, in dessen Gesicht herumzufummeln. »Die Augen sind winzig, aber dank seiner sensiblen Barteln findet der Wels auch im trüben Wasser genug Nahrung, um nicht verhungern zu müssen.« Der Wels mochte es gar nicht, dass Peter ihn an den Barteln zupfte. »Hey Peter, setz den Fisch zurück ins Wasser. Er ist böse,« bat Wandu, als er die Erregtheit des Felses bemerkte. »Immer«, sagte mein Freund, »einen Scherz will ich schon noch bringen.« Denn Diana wollte seinen noch ausstehenden Verdienst nicht aufs Spiel setzen und gewährte dem weißen Mann sein übles Tun.